Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen beginnt der Tag mit viel Sonne. Schnell klettert das Thermometer auf Werte nahe der 30-Grad-Marke. Am Nachmittag müssen wir allerdings vereinzelt mit Gewittern und Regenschauern rechnen. Diese Wetterlage bleibt uns auch am Sonntag bei Tageshöchstwerten um die 24 Grad erhalten. Immer wieder kann es zu gewittrigen Schauern kommen. In die neue Woche starten wir mit Tageshöchstwerten über der 20-Grad-Marke. Den ganzen Tag über kann es regnen. Die Sonne lässt sich aber trotzdem blicken. Am Dienstag dürfen wir uns bei Tageshöchstwerten um die 25 Grad schon wieder auf 13 Sonnenstunden freuen.